Das ist einfach eine Sache, ich finde, die sollte man einfach nicht machen. So, egal für welches Entertainment und so weiter und so fort. Deswegen liegt es da schon, finde ich, im Raum, dass vielleicht hier und da die Sachen nicht ganz echt sind oder vielleicht so ein bisschen vorabgesprochen sind. Fakt ist aber, glaube ich, dass er einfach das Zeug von ihm trotzdem kaputt gemacht hat und das, glaube ich, einfach, ich weiß nicht, private Sachbeschädigung ist, keine Ahnung, wie das heißt. Und das, was er ihm schenkt, ist ja sozusagen, ist ja nicht das Gleiche. Somit bleibt die Straftat ja eigentlich. Jo, was geht ab, Freunde? Ich bin's Jay und heute möchte ich mir mal mit euch gemeinsam was anschauen. Und zwar ein Video, welches ich recht kritisch finde vom lieben Kollegen Mois. Ich finde, an sich ist er ein ganz cooler Typ. Er macht sehr, sehr entertaining Sachen, ja. Sachen, wo man gerne zuschaut, wo man auch gerne lacht. Und er nimmt so ein bisschen die menschliche Stellung hier auf YouTube ein. Das heißt, er macht auch viel, wo man so, naja, denken könnte, er ist ein guter Mensch. Er tut Sachen, die wirken nach außen. Ja, sehr, sehr sympathisch einfach, wie zum Beispiel, dass er Obdachlosen irgendwas schenkt oder dass er so kleine soziale Experimente macht. Und an sich finde ich, das ist eine coole Sache. Hier finde ich allerdings, dass er so ein bisschen übertreibt und sich sogar strafbar macht. Ich weiß nicht, ob wir Sollmecke mit einschalten. Ich weiß nicht, ob ich den mit dem Titel verwende. Mich würde es aber sehr, sehr interessieren, was zum Beispiel ein Rechtsanwalt oder ein Herr Solmecke dazu sagen würde. Denn Mois zerstört hier fremde Kopfhörer und schenkt ihnen dann im Gegenzug als Wiedergutmachung die AirPods Pro 2. Ich kenne mich nicht so aus mit Kopfhörern, aber ich gehe von aus, das sind sehr, sehr hochwertige. Und denkt, somit ist das dann okay. Also zerstört die erst und schenkt dann sozusagen was als Wiedergutmachung. Ich glaube, das ist nicht so okay und warum, das finden wir vielleicht in diesem Video heraus. Ich ja, würde mich freuen, wenn ihr am Start seid und let's go. So, meine Freunde, das wird ein kritisches Video. Ich will auch mal wieder ein bisschen sticheln. Ich habe da Bock drauf. Nicht immer so, ja, Videos machen, wo ich nirgendwo anecke. Das wird mit der Zeit, glaube ich, ein bisschen langweilig. Deswegen finde ich auch cool, mal was zu kritisieren. Und ja. Gerade bei großen YouTubern, finde ich, sollte man da hinterher sein, weil die einfach eine riesengroße Reichweite haben und einfach viele Leute beeinflussen, influenzen. Und daher ist vielleicht wird auch hier und da mal was zu sagen. Das Video hat natürlich einen Titel, wo man schon so ein bisschen irgendwie ins Schlackern kommt, finde ich so ein bisschen. Ja. Also es wird was zerstört und das ist natürlich eine krasse Aktion. Wenn das wirklich echt ist, wenn das wirklich echte Situationen aus dem Leben sind, dann ist das schon wirklich ganz schön eine aggressive Sache hier, ja. Das ist natürlich ein Titel, wo man auch gleich wieder denken könnte, okay, es ist vielleicht auch nicht ganz echt. Aber das weiß man nie so wirklich bekanntermaßen. Aber vielleicht finden wir so ein paar Indizien, ja, die das Gegenteil beweisen. Let's go. Boah, ich dachte gerade, das ist schon. Ah, das ist normale Geschwindigkeit. Okay, das war jetzt, glaube ich, im Video. Ich glaube. Heute ist das beste Wetter, Bruder. Leute, die Kopfhörer haben, mit Kabel durchzuschneiden, so auf den. Ich weiß halt nicht, ob Mois jetzt wirklich in diese pure Entertainment-Schiene geht. Und das würde ja heißen, dass die Szenen auch nicht immer echt sind, ja. Weil eben der Vorteil, oder ich sag mal, das primäre Augenmerk darauf liegt, wirklich die Leute zu unterhalten. Das sind wie die Prank Bros oder wie ApoRed früher auch. Wo eigentlich klar war, dass die Sachen nicht echt sind. Bei Mois ist das Problem allerdings, dass, glaube ich, viele Leute denken oder dass so ein bisschen auch von ihm das so gewollt ist, dass das alles echt ist, echt sein soll und echt sein könnte oder wie auch immer. Das heißt, das ganze Image ist irgendwie so, wie das ist jetzt echt, so. Zumindest verstehe ich das so. Genauso wie mit diesem 10 Euro soll ich dir schenken oder jemand anders doppelt, das mit den Obdachlosen und so weiter. Weil wenn das fake wäre, das wäre schon wirklich arm. Und ich weiß aber wirklich nicht, wie ich dieses Video hier verstehen soll, weil es wirklich ein bisschen kritischer ist. Ist zwar schon oft passiert, aber Ja. die neuen AirPods sind draußen, Buddy. Das sind die neuesten Die Pro 2, allerneuesten, Bruder. die allerfreshesten. Die aktuellsten. Ich bin sehr gespannt, ich sage dir ehrlich. Ich bin heute Ich auch auch. ein bisschen passiv-aggressiv. Ja. Ich weiß nicht, was heute passieren wird. Wenn es wirklich natürlich echt ist, dann ist es ganz gut, wenn man passiv-aggressiv ist. Denn ich sag mal so, wenn ich jetzt wirklich rausgehen würde und das Gleiche machen würde, ich würde, glaube ich, übelst vor die Lappe kriegen. Erstens das. Außerdem, ja, das ist einfach eine Sache, ich finde, die sollte man einfach nicht machen. So, egal für welches Entertainment und so weiter und so fort. Deswegen liegt es da schon, finde ich, im Raum, dass vielleicht hier und da die Sachen nicht ganz echt sind oder vielleicht so ein bisschen vorabgesprochen sind. Weil das ist ja schon wirklich eine krasse, aggressive Geschichte hier. Ich stell mich drauf ein, Bruder, ich mach's Ja, auch, ne? ja.
Stein, Schere, Papier. Oh nein, ich bin der Erste. Ich frage mich auch, warum er hier überhaupt schon so eine Binde irgendwie um die Hand hat. Ich bin auf jeden Fall der Erste. Ja, ich habe den auch schon gelasert, ja, Bruder. Ne? Ja. Wir machen das einfach frontal, Bruder. Der wäre perfekt. Frontal, Bruder. Einfach rein meinst und danach du? Packst du die Gürtel an. Boah, meinst du, schaffe ich das, während der wegläuft so auf den? Ja, ja, ja. Guck mal, das hängt da unten raus. Ja, einfach abschneiden, Bruder. Es ist natürlich unterhaltsam, aber ich bin heute so ein bisschen hier, um eher herauszufinden, ob das Ganze echt ist, beziehungsweise ob das Ganze auch überhaupt legal ist. Also ich kann das nicht, weil ich kein Rechtsanwalt oder irgendwas bin, aber ich kann ja meine Laienmeinung hier abgeben. Sorry. Und ich denke einfach mal, ich gehe einfach mal davon aus, das ist echt, ja, da geht irgendwo hin, schneidet jetzt das Zeug durch von dem. Kannst du mir kurz die Uhrzeit zeigen? Man muss sagen, er wirkt schon wirklich sehr authentisch. Also bei ihm wirkt das Ganze nicht gestellt, das kann man auf jeden Fall sagen. 2:24 Uhr. Shoutout auf jeden Fall an die Schere, die nicht spitz genug ist. Zeig mal kurz, ich gebe dir gleich. Bist du hängen geblieben, ich geb dir die gleich. Ey, verpiss dich, Alter. Machst du kaputt? Es muss was passieren. Komm, lass mich schnibbeln. Ey, ich lebe auf der Straße, Mann. Gib mir kurz die Kopfhörer, glaub mir. Warum? Komm, gib mir die kurz. Schau. Die sind jetzt kaputt. Nimm die, sei nicht traurig. Schau. Also das wird sozusagen jetzt damit wieder neutralisiert, so das ganze Problem, indem er ihm jetzt halt einfach die neueste Scheiße schenkt. Fakt ist aber, glaube ich, dass er einfach das Zeug von ihm trotzdem kaputt gemacht hat und das, glaube ich, einfach, ich weiß nicht, private Sachbeschädigung ist, keine Ahnung, wie das heißt. Solmecke, korrigiere mich bitte. Und das, was er ihm schenkt, ist ja sozusagen, ist ja nicht das Gleiche. Somit bleibt die Straftat ja eigentlich, würde ich mal so sagen. Also, natürlich, menschlich gesehen, mag das vielleicht funktionieren, ja, weil er sich jetzt freut, okay, das sind teurere Kopfhörer, die nehme ich natürlich gerne und dafür nehme ich das hin, dass du mein Zeug kaputt gemacht hast. Aber ich glaube, diese Straftat oder das, was jetzt hier passiert ist, das bleibt ja letztendlich, ja. Das sind die heftigsten, die allerheftigsten. Küss dein Herz, komm. Und hier natürlich auch wieder diese menschliche Komponente, dass hier wieder was mit einfließt, dass er von der Straße kommt. Also man merkt ganz oft in Mois seinen Videos, dass einfach auch viel mit Obdachlosen gemacht wird, viel Menschlichkeit dadurch gezeigt werden soll. Ich hoffe natürlich einfach als ein sehr, sehr empathischer Mensch, dass das alles echt ist, dass das dass hier niemand ausgenutzt wird und so weiter. Oder dass auch die Fans nicht ausgenutzt werden, die Videos schauen. Wie gesagt, nach diesem Video hier denke ich da so ein bisschen anders drüber und man weiß ja auch aus der Vergangenheit, Leute, die jetzt viel im Entertainment-Bereich, auch gerade Straßenumfragen und so weiter, waren schon einige Sachen dabei, die dann am Ende doch nicht so echt waren. Ich würde es mir nicht wünschen für Mois, weil er echt auch eine gute Transformation menschlich gemacht hat. Das wäre einfach schade, wenn er jetzt so einen Content machen müsste. Alles gut? Ja? Tut mir leid, dass er so aggressiv angefangen hat, okay? Küss dein Herz, freust du dich? Was natürlich dafür spricht, dass es echt ist, ist, dass sich immer Leute versammeln und das Ganze einfach wie so ein richtig authentisches Szenario dann meistens entwickelt. Denn Mois kennt ja schon einige Leute. Es tut mir leid, okay, dass du aggressiv gekommen bist. Ich küsse dein Herz, holla. Du bist der Süßeste. Ich habe dein Mortal Kombat T-Shirt gesehen, ich liebe... Ich glaube, wir machen mal ein bisschen schneller, weil das sonst absolut viel zu lange dauert. Mortal Kombat, du musst ihn mit Bluetooth verbinden und falls du willst... Was ist denn jetzt, also das sind jetzt dumme Fragen, ja, aber was ist denn jetzt, wenn der gute Kollege zum Beispiel kein Bluetooth hat und die Kopfhörer kann man nur mit Bluetooth verbinden, weil die sind halt kabellos, so, was ist denn dann, so? Du kannst sie auch easy verkaufen. Na gut, dann sagt er, er kann sie verkaufen, aber was ist, wenn er jetzt Kopfhörer will, so, also das ist natürlich schwierig. Ich weiß, in der Zeit von heute hat eigentlich jedes verdammte Handy Bluetooth, aber da sind halt einfach so Sachen, ich weiß nicht. Es gibt ja vielleicht schon Leute, vielleicht auch gerade Obdachlose, die noch alte Handys haben, die das auch mit diesen Smartphones nicht wollen. Oder einfach alternative Leute, die nichts mit diesem Neukram zu tun haben wollen. Was ist denn, wenn die kein Bluetooth haben? Dann können die diese Kopfhörer nicht benutzen und die alten sind kaputt. Die kosten so 300 Euro? Einfach mal nur so ein bisschen alternativ denken. Ihr wisst, worauf ich hinaus will, ich hoffe. Kannst du die verkaufen? Hörst du wirklich selber? Natürlich. Voila, größter Ehrenmann, das freut mich unnormal. Voila, Gänsehaut. Warte mal ganz kurz hier. Hast du vielleicht so Puffi oder irgendwas? Ja, damit du heute Abend ein bisschen was zum Essen hast. Okay? Gerne, mein Bruder.
Ich sag mal so, am Anfang fand ich das auch cool und so weiter, ja, dass das auch mal gezeigt wird, weil das animiert natürlich, dass andere Leute auch zum Beispiel mal Obdachlosen helfen oder so und das vielleicht auch ohne Kamera. Deswegen finde ich per se, das auch zu zeigen, den Leuten Geld zu geben und so weiter, finde ich immer richtig nice, weil es, wie gesagt, dazu animiert, entweder machen das andere Influencer oder Menschen, ganz normale Menschen, dazu animiert, vielleicht mal einem Obdachlosen ein paar Euros zu geben oder ein paar Cents oder was auch immer. Aber dieses, ich weiß nicht, ob ihr das versteht, aber dieses, dass wirklich fast jedes Video nur noch ausschließlich darum geht, Mois so darzustellen als Gott, als jemanden, der jedem hilft, der so menschlich ist, der so nahezu schon gesellschaftlich perfekt ist, finde ich ein bisschen kritisch. Denn das Ganze ist immer noch Social Media, er verdient immer noch damit sein Geld. Und es ist halt einfach so, dass wenn man zum Beispiel sieht, dass die Zahlen steigen und so weiter, man mehr solchen Content macht. Und die Frage ist am Ende, was ist die Motivation dahinter? Aber das ist nur so ein bisschen meine Gedanken dazu. Wir wissen natürlich nicht am Ende, was Mois für ein Mensch ist. So, deswegen sage ich jetzt auch nicht, das ist so, sondern es sind einfach meine Gedanken. Küss dein Herz. Pass auf, ciao. Aber sonst wäre das Video Woher nicht kommt lustig. Wir machen so Videos einfach auf Straße mit behinderten Aktionen. So, aber Man muss schon sagen, dass dieser Typ hier authentisch wirkt. Ja? Ich will jetzt hier nicht alles in Frage stellen. Also es gibt schon, entweder ist es wirklich gut gemacht oder es ist halt einfach echt. Meins gut. Oder es ist halt meistens eine Mischung. Kurz bevor wir weitermachen, wir beide, Alper und ich, verdienen unser Geld. Meinst du? Mike war gefährlich, Bruder, weil der hatte nichts zu verlieren. Ja, das stimmt auf jeden Fall, ja. Das könnte sein. Also wenn es wirklich echt ist, ist es halt auch wirklich, selbst wenn es nicht echt ist, ist es entertaining, ne? Man muss es einfach so sagen. Ich möchte nicht nur negative Sachen in dem Video sagen. Es unterhält einfach, ne? Was ist los? Ich wollte meine Kopfhörer kurz haben. Ist das okay? Ja, ja? Danke dir. Danke dir. Ist das okay, was ich gemacht habe? Nein. Nein, ne? Ist kein Problem? Kein Problem, Bruder. Und das ist halt auch ich weiß nicht, die komischste Reaktion, die unreellste Situation, die man sich irgendwie vorstellen könnte. Entweder er hat halt, die einzigste Möglichkeit ist eigentlich, dass er Angst hat. So. Und deswegen sagt er nichts. Jeder andere würde doch sagen, du Spast, was machst denn du mit meinen Kopfhörern, wieso schmeißt du die weg? So, deswegen, das ist, glaube ich, das ist schon so die erste Situation, die ich halt wirklich sehr, sehr weird finde. Ehre, mein Bruder, das für dich. Voilà. Er wusste ja nicht, dass er die bekommt. Wieso war der so total gechillt? Ich verstehe es nicht. So. Jeder normale Mensch, der sein eigenes Geld verdient, findet es nicht so gut. Und der für sein eigenes Geld arbeitet, findet es nicht so gut, wenn seine harte Arbeit einfach mal weggeschmissen wird. So. Also von daher, die Situation finde ich wirklich extrem weird. Wallah, wieder, das ist für dich. Ich küsse dein Herz, Bruder. Was hat er denn Nein. Bruder, das ist für dich. Bruder, du bist der coolste Junge. Das war ja der Ich habe das letzte. Obwohl ich auch hier sagen muss, ich sag mal, wenn man so ein bisschen die Lippen liest und die Emotionen liest und so weiter, wirkt er eigentlich auch authentisch. Scheiß oder? Weird ist die Situation für mich trotzdem. Scheiß drauf. Er wirkt schon so, ja, ich habe keinen Plan, was ist hier los, aber ich find's lustig und so. Also er wirkt schon irgendwie nicht gestellt. Er wirkt so echt real verpeilt, so. Krass, Bruder. Ich habe komplett andere Reaktionen, Bruder. Erwartet. Ich war schon bereit. Ich glaube, wir haben alle eine andere Reaktion erwartet. Bruder, Wieso warst du so gechillt, Bruder? Ja? Wieso warst du so gechillt? Warte mal, der erklärt das. Scheiß auf Kopfhörer. Weiß nicht. Ja, aber die Kröste da, das ist kein Problem bei mir. Ich küsse dein Herz, du bist der Krasseste. Das finde ich, ist halt wirklich eine weirde Situation, so von wegen, okay, ja, es ist halt Kopfhörer, ist nur Materialismus, ist ja nicht so schlimm und so. Ich meine, so im Kopf und menschlich gesehen ist natürlich ein stabiler Satz, aber jeder normale Mensch, wenn der sein Zeug irgendwo fliegen geht, beschwert sich doch oder guckt oder wird zumindest guckt böse so. Aber er war die ganze Zeit safe happy so. Das ist halt echt komisch. Mein Bruder, oder? Mama, Ehre, Mama, Ehre, oder? Wie heißt du? Ja. Wie ist dein Name? Kamera. Kamera. Ja. Zum anderen ist es Umweltverschmutzung, das Zeug rumzuschmeißen. Ich meine, jetzt übertreibe ich vielleicht ein bisschen, aber das wäre noch ein negativer Punkt. Das sind die neuesten AirPods ja. Pro 2. Ja. Wir sammeln heute negative Punkte, weil Mois macht einfach zu viele positive Sachen.
allerheftigsten, Bruder. Selbst wenn du die verkaufst und dir normale holst und so, ob ich dein Geld. Kannst du machen, was du willst, Bruder. Dankeschön, Nummer. Ich darf Bruder. Was ist viel Spaß mit der Kopfhörer. Man muss sagen, es sind auch nicht viele Leute, weil, ich meine, wenn man mal ehrlich ist, man würde das wirklich in Real Life machen, also man selber jetzt. Das, ne, fremde Kopfhörer zerstören, jetzt mal in echt zu machen, dann würde man vielleicht von 40 Mal vielleicht 4 oder 50 guten Aufnahmen bekommen. Ihr müsst dran denken, die müssen danach noch gefragt werden, ob das überhaupt ins Internet soll, darf, wie auch immer. Dann müssen sie erstmal Leute finden, die nicht komplett verkloppen, die nicht komplett ausrasten, wo irgendwie irgendwas richtig Krasses passiert. Obwohl ich mir denke, die sprechen vielleicht auch jetzt nicht die breitesten Typen an, so. Aber das sind halt alles so viele Faktoren, ja. Ich würde sagen, oder? Der nächste ist wieder weg, oder? Also bis jetzt ist echt lustig, Digga. Hallo? Das macht echt mehr Spaß, als ich lachte, Bruder. Sag mal, Ihre AirPods, wirf die mal weg. Weil macht das, also ich will euch nicht anstiften, aber macht das mal in echt. Das wird nicht so reibungslos ablaufen, wie das hier in dem Video gezeigt wird. Und der? Die hat einen AirPod drin. Ne? Oh Mann. Scheiße. Kurz klar wegwerfen. Wo sind die AirPods? Das nächste Opfer. Ich glaube, die brauchst du bei AirPods nicht, ne? Die Schere. Mein gut, die sind zu klein, ja, die sieht man nicht fliegen. Könnte man jetzt als Ausrede nehmen, aber ich sehe halt safe überhaupt nichts. Also wirklich gar nichts. Gut, wenn die weiß sind im Himmel, ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, aber. Okay. Alles klar. Das war schon mal real. Wir checken hier alles ab. Glaube ich, ins Wasser ist aber auch nicht so cool, was die Umwelt angeht, ne, Mäus? Jetzt kriegst du den neuesten. Warum war da jetzt zum Beispiel ein Schnitt? Also ich hätte doch übelst gefeiert, so die ersten Millisekunden der Reaktion von ihr. Schade, dass hier geschnitten wurde. Jetzt kriegst du. Dass man da nicht einfach einen Schwenk nach rechts gemacht hat. Das ist die Neueste. Kann ich jetzt nicht. Doch! Mir reicht auch meiner. Hä? Auch eine übelst weirde Situation. Ihr Kopfhörer wird gerade ins Wasser befördert und sie sagt einfach, ich hab doch meinen. Ich hab doch noch den anderen. What the fuck? Ich gesagt. Dann hauen wir nie wieder zurück. Der ist im Wasser. Du nimmst das hast jetzt. Hast du eh nicht weggeworfen. Ich schwöre, ich hab's weg. Ach so, okay, weil sie denkt, dass er nicht weggeworfen wurde. Wir haben es ja gerade bezeugt. Nein, hast du nicht. Ich bin ein Hund, wenn ich das nicht weggeworfen habe. Ich bin mir sicher, dass du ihn nicht weggeworfen hast. Ich schwöre auf alles, was mir heilig ist, ich habe es weggeworfen. Ich bin mir sicher, dass du ihn nicht weggeschmissen hast. Also ich bin leider sehr echt in dem, was ich tue. Und ich habe es wirklich weggeschmissen. Warum solltest du mir denn jetzt einfach AirPods schenken? Das ist mein Job. Na jetzt, weil er sie dir jetzt schenken muss. Weil er ja weggeschmissen hat. Ich mag es, Menschen Sachen zu schenken. Ich sag mal so, ich finde das auch auf einer anderen Art und Weise sehr, sehr kritisch, weil klar schenkt er jetzt immer was Besseres, was Höherwertiges. Aber was ist denn, wenn zum Beispiel diese schlechteren, älteren, ja, weiß ich nicht, sie von ihrem Boyfriend geschenkt bekommen hat oder so, dann ist da einfach eine emotionale Bindung auch dran und dann bringt es überhaupt nichts, irgendwelche 400-Euro-Kopfhörer dafür einfach zu schenken. So. Das ist dann halt einfach scheiße gelaufen. So. Selbst wenn das jetzt hier in diesem Video nicht passiert ist, animiert das ja dazu, vielleicht andere Leute das auch zu machen. Und das ist halt einfach scheiße. Neben dieser Sache, dass es einfach Sachbeschädigung ist, private Sachbeschädigung, wie auch immer das heißt, Sollmecke, wie gesagt, hilf mir, ist es halt einfach eine Straftat. Und dann zu sehen, dass sie sich freuen und nie das Gute erwartet haben. Weil das passiert halt einfach nie. Und dann passiert es doch noch und das ist schon cool. Ich meine, so die Erklärung von ihm macht natürlich Sinn, ne? Rein menschlich und so, wie er versucht es zu erklären, warum er das macht und so weiter. Und die Intention dahinter ist ja auch geil. Und das ist ja auch das, was ich bei Mäus seinen Videos sehr, sehr feier. Die Umsetzung ist halt die Frage, ne? Ob das immer so echt ist. Also einfach weil es YouTube ist, kann man da so ein bisschen kritischer bleiben, finde ich. Ich versuche in meinen Videos Menschen nicht schlecht zu zeigen, sondern gut und sie davon zu überzeugen, dass auch so minimal 1% der Güte in der Menschheit gibt. Wir spulen jetzt mal vor, weil es kommt nur Quatsche und holen uns mal das nächste Opfer hier ran. Versicherung ist sehr viel wert. Ihr könnt bei uns auf holdeinbonusab.de eine Versicherung abschließen, zum Beispiel. So, Bruder, einen haben wir noch. Kommt die letzte Situation jetzt hier. Einen kriegen wir noch hin. Ich sehe aber auch schon einen.
Oh, Bruder, der sieht sehr gefährlich aus. Ja, aber egal. Der ist safe auch der gefährlichste wahrscheinlich, so rein optisch gesehen zumindest, von denen, die wir jetzt hatten. Machen wir schon. Ich glaube, der ist auch sogar an der Tür oder so. Ich hab mal gesehen, wo ich jetzt nicht. Ja, kriegen wir hin. Ich mach das schon. Bis jetzt wirkt es ziemlich echt, ne? Kann man auf jeden Fall sagen. Was ist mit dir? Sind die durch jetzt eigentlich schon? Was willst du jetzt machen? Und das finde ich halt so ein bisschen, echt ein bisschen übertrieben. Und das zweifle ich so ein bisschen daran, dass es echt ist. Oder es ist echt und ich finde die Situation trotzdem scheiße. Also dieses einfach, dieses Pushen, ja? Was willst du machen? Komm her. Ist ein bisschen too much, so. Ja, zumal er hier ja bestimmt auch 10 Jahre älter ist als der, also auch Respektlosigkeit hier auch ein bisschen am Start, ne? Was willst du jetzt machen? Die Lage ist. Und dann kommt halt ein weirder Schnitt auch wieder. Bisschen eskaliert. Mit der Begründung halt, dass es eskaliert ist. Wir werden das jetzt nicht reinschneiden, dass es eskaliert ist. Besser. Wir klären unsere Sachen ohne Kamera. Wir schneiden jetzt rein, ab da, wo es wieder alles gut war. Und es ist, weiß ich nicht, was da in dieser Zeit vergangen ist. Also. Hier, ne? Und dann hier. Ey. Unterschied ist, dass jetzt hier eine Frau draußen steht. Die aber vorher auch schon da stand. Also so viel ist nicht passiert, deswegen finde ich den Schnitt ein bisschen schade. Was ist das? Und die Begründung. Ich weiß nicht. Was sind Kopfhörer? Und er wirkt jetzt halt relativ happy, also Sache ist so ein bisschen geklärt, ne? Die neuesten Kopfhörer. Wolltest du uns boxen? Der wurde da mal beschlagen. Mein Bruder. Ich bin der Mio. Mio, Bruder. Stabile Frisur auch. Ja. Also es hat sich alles geklärt, das Video ist dann auch zu Ende. Ich bin so ein bisschen mit einer geteilten Meinung da rausgegangen, als ich das erste Mal geschaut habe. Und auch jetzt ist es eigentlich genauso. Vor allem noch dadurch, dass wir jetzt so ein bisschen noch deeper und detailreicher reingegangen sind. Ja, das ist einfach ein schwieriges Ding so. Einfach zu jemandem hinzugehen, das Zeug durchzuschnippeln, dann mit der Begründung, ja, ich schenke dir jetzt was Besseres. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, es gibt einfach Situationen, da bringt das nichts. Erstens ist es eine Straftat und das Schenken eines anderen Gegenstands, auch wenn der teurer ist, löst diese Straftat nicht. Da bin ich mir eigentlich safe sicher, obwohl ich da eigentlich auch nur ein Laie bin, was das angeht. Und wie gesagt, wenn dann einfach auch mal eine emotionale Bindung am Start ist, was das Objekt angeht, dann bringt das überhaupt nichts, jemandem was Besseres zu schenken, nur weil es teurer ist. Also das finde ich einfach ein bisschen, finde ich nicht so gut, weil man muss immer auch daher gehen, dass Leute das vielleicht auch nachmachen, ja, oder dass das irgendwie als cool erachtet wird und so weiter. Und es ist überhaupt nicht cool, das Zeug von anderen Leuten zu zerstören, auch weil man Geld hat, man dann anderen besseres Zeug schenkt. Finde ich, relativiert das Ganze zumindest nicht immer. Deswegen bleibt da ein bisschen vorsichtig. Das ist so ein bisschen meine Meinung dazu. Ansonsten sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Euer Jay. Ciao, ciao.